tension in the air. There's no release, only despair. You feel you are lost, but you're consciously aware of your needs and your lust. A will that's turned to dust needs someone to care, of the strength to beware, of the reasons to believe, or with reasons and thieves. In change for the better, facing all the falling leaves. Some say it doesn't matter. Wunderschönen guten Tag, dass Sie noch alle hier geblieben sind. Dankeschön. Wir machen jetzt ein ganz anderes Thema. Der Fisch ist Käse, Veggie von Logisch. Jugendliche haben zusammen mit mir ein Buch geschrieben zum Thema vegetarische und vegane Ernährung. Das gibt es in zwei Covern, einmal in Blö und einmal in Grün. Ich möchte ganz kurz den Anfang eines Gedichtes zitieren, was ich 2008 geschrieben habe. Da hieß es noch so: Alle Tiere. Von allen Tieren wüsste ich nicht, was mir das Liebste wäre. Ich lieb den Hund, des Kükens Pflaumen, die Katze und den Bär. Und das Gedicht endet dann: Von allen Tieren wüsste ich nicht, was mir das Liebste wäre. Sie nicht zu essen, das ist Pflicht. Doch ich bin Visionär. Das habe ich 2008 geschrieben. Mittlerweile bin ich kein Visionär mehr. Ich habe nämlich im letzten Jahr junge Leute kennengelernt, quer durch Deutschland, Schüler, Studenten. Ich habe einen Aufruf getätigt, wir möchten ein Buch zum Thema vegetarische Ernährung schreiben. Interessanterweise war über die Hälfte der jungen Menschen, die sich gemeldet hat, nicht nur Vegetarier, sondern Veganer. Und sie haben ganz feste philosophische, ethische und gesellschaftskritische Überzeugungen, die dahinter stehen. Ich freue mich, Tobias Rhein aus Jena begrüßen zu dürfen, Student der Gesellschaftstheorie in Jena. Er hat bereits ein Philosophiestudium hinter sich und den Bachelor abgeschlossen. Dann haben wir Laura Kroker, ungefähr 40 Kilometer von Leipzig weg. Sie ist passionierte Tierschützerin, sie ist unsere jüngste Autorin. Sie hat angefangen zu schreiben mit 14, mittlerweile ist sie 15, Laura Kroker. Herbert Beetz, Urgestein aus Münster, AC-Poet, Poetry Slammer, bundesweit bekannt und Mitglied der Kilografen in Magdeburg. Dann haben wir Katharina Hübsch aus, was haben wir gesagt, bei Hamburg. Bei Hamburg, sie ist gerade mitten im Abitur und fast fertig. Und Julia Schober hat gerade ihr Germanistikstudium beendet. Sie kommt aus Baden-Württemberg. Und die Band Turtur oder das Duo Turtur aus bei Paderborn. Zwei junge Männer, die Liedermaching machen und uns hier ein bisschen unterstützen. Laura, ich möchte ganz gern mit dir anfangen. Du wolltest nicht so gern aus dem Buch vorlesen, Veggie von Logisch, der Fisch ist Käse, sondern du möchtest einfach mal über deine Arbeit beim Tierschutz sprechen. But it's the hope that keeps us alive, the sum of our souls that makes us thrive. But in the blink of an eye, no questions asked why, another one dies. And I hope you realize that it's the hope, hope that keeps us alive, the sum of our souls that makes us thrive. But in the blink of an eye, no questions asked why, another one dies. And I hope you realize that it's the hope.